Hallo YouTube, und warum steht denn da Mops? Mops? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Floyd. Es ist die 7. Folge und wir gehen wieder mal ein paar Zuschauertipps nach, beziehungsweise Ideen. Die eine davon wäre, der Frau in der Vietphone-Zelle doch mal eine Solarlight anzubieten. Vielleicht will sie die ja haben. Hallo, sollst du der Zelle gehen? Ja, okay. Ja. Oh, okay. Das hätte sich wohl direkt erledigt, denn hier habe ich überhaupt kein Inventar. Kann ich das Grüße, höchstens Bürger. Vielleicht? Ups. Grüße, Bürger. Höchstens vielleicht. Ich bin nicht. Nein. Ah, Moment. Grüße, gleich habe ich. Gleich weiß ich. Benutzen, kombinieren mit. Ich habe nicht die Zeit, spaßeshalber herumzuprobieren. Ja, das war's schon wieder mit dieser Folge an Ideen. Nein. Eine haben wir noch. Wir gehen hier rüber zu dem Aussichtsturm. Aussichtsturm. Und wir versuchen, dieses Solarlight in den Automaten zu schütten, um zu schauen, ob das irgendeine Reaktion hervorruft. So. Grüße, Bürger. Ein Solarlight mit Automat. Ich habe nicht die Zeit, spaßeshalber herumzuprobieren. Okay, dann nicht. Grüße, Bürger. Und mit dem? Ich habe nicht die Zeit, spaßeshalber herumzuprobieren. Also ich weiß ja nicht, aber ich habe das Gefühl, er hat verdammt viel Zeit. Wenn wir nämlich hier nichts machen, und so sieht es irgendwie aus, dann müssen wir 37 Orbits auf den nächsten Termin warten im Ministerium. Und das ist es ja, was unser Floyd eigentlich gerade machen möchte. Naja, okay. Ja, jetzt war es das wirklich mit Ideen für die Folge. Das heißt, ich laufe mal wieder relativ blind herum und probiere einfach aus. Schauen wir noch mal ganz kurz in der Kirche vorbei. Swoosh. Ja, wir haben eigentlich schon alles ausprobiert, was wir mit der Verräter... machen wir eine Solarlight mit der Verrätermeldestelle. Vielleicht kann man die ja ruinieren. Das wäre ein Weisungsverstoß. Aber wer würde dich melden, wenn die Meldestelle kaputt ist? Die Antwort ist... Er würde sich selbst melden. Ja, so ist unser Floyd. Er hat überhaupt kein Rückgrat und würde einfach zu Omnibrain gehen und seine Sünden gestehen. Im Beichtstuhl. Okay, so, der Pillenshop, das wissen wir schon, der bietet uns nichts mehr an. Die Vietphone-Zelle hilft uns nicht weiter, die Gasse hilft uns nicht weiter. Die Arkaden können wir nicht öffnen, da scheint es einfach nicht reinzugehen. Ah, und er kann auch vorne dran vorbeilaufen, das habe ich mich ja letzte Folge gefragt, ob er immer hinten dran vorbeiläuft, wenn man von links nach rechts geht. Die Luftversorgung habe ich noch keinerlei gute Verwendung für gefunden, aber ich habe sie bestimmt schon mit allem kombiniert, was ich in meinem Inventar habe. Ebenso wie diese beiden Leute hier. Ich fliege jetzt einfach nochmal weg und gucke, ob wir irgendwo anders noch was übersehen haben. Ab auf den... auf das Allrad. Und freut euch des Lebens. Dann ist euch ein Platz hier im... Hier haben wir gerade erst verstanden, dass diese Stimme von dem Ansager Omnibrain sein soll. Also wirklich Omnibrain selbst offenbar. Also das hätte ich mir dann doch irgendwie anders vorgestellt. So, also gehen wir nochmal alles systematisch durch. Wir haben Metro Prime, wo ich einfach nichts mehr weiß, was wir tun könnten, aber was ziemlich viel Platz hat. Omniclub hat nichts, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir waren an der Tür und sonst gibt es da einfach nichts und die Tür lässt sich nicht öffnen. Bar haben wir schon ein paar Mal abgesucht. Da würde mir auch nichts einfallen. Wir könnten nochmal zurück ins Ministerium oder zum Müllschiff. Ich fliege zuerst mal zum Ministerium und guck mal, ob ich da nicht noch irgendwas übersehen habe. Ich weiß nicht, ob wir schon hier waren, seit wir die Objektbezeichnungen angemacht haben. Hier draußen ist auf jeden Fall nichts. Nein. Dann geh doch rein, Floyd. Floyd? Wunderbar. So, das Ding hier, mit dem können wir immer noch nichts tun, das lässt sich auch hier nicht reparieren. Diese Schublade, an die würde ich immer noch gerne rankommen. Ja, den Holomat können wir nicht benutzen.
Momentan sind keine neuen Nachrichten abgespeichert. Den Schrank, können wir den wieder schließen? Ich kann sie genauso gut auch offen lassen. Na toll, nicht mal sowas kriegt er hin. Sowas Banales. Ich möchte diese Schublade hier öffnen. Komm, tu's. Die private Schublade des Professors. Da kann ich doch nicht einfach rangehen. Ja, das haben wir auch schon mal gehört. Wir haben ja noch den Teleporter, den defekten. Haben wir irgendwas, was wir mit dem benutzen können? Grüße, Bürger. Nochmal die Poppe. Ich glaube nicht, dass ich das ruinieren möchte. Wie wär's mit einer Solarlight? Ich glaube nicht, dass ich das ruinieren möchte. Ja. Grüße. Wie wär's mit einem Flugblatt? Ja, wie? Das macht der. Was? Okay. Jetzt kann ich den nicht mal mehr auswählen. Der ist also vollkommen hinüber. Und er hat unser Flugblatt vergrößert, oder was? Grüße, Bürger. Das erschließt sich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Schön ist es im Konzern. Das sieht auch immer noch genauso aus wie vorher. Ich weiß nicht, was das gebracht haben soll. Wehrt euch gegen. Ach, jetzt sehe ich es schon wieder. Kann ich das jetzt der Verräter Meldestelle geben? Hä? Weißt du, Floyd könnte das ja einfach mal kommentieren, was er da macht. Weil das ist einfach so total undurchsichtig. Ich weiß nicht, warum das jetzt vergrößert wurde und was das überhaupt bringen soll. Also ich fliege da jetzt mal zurück zur Omnibrain-Kirche und werfe das da ein. So. Schneller. Yippie, das kann man überspringen. Das hier aber nicht. Diese ganze Herumlauferei braucht so viel Zeit. Das ist furchtbar. Da. Er rutscht hinunter. Das Übliche eben. So, auf nach Metro Prime. Los, Floyd. Du wolltest doch schnell einen Termin haben. Also renn auch. Renn. Tja. Fass mal da. Zurück zur Kirche. So, wir haben jetzt ein großes Flugblatt. Hinein damit. Information wird verarbeitet. Information angenommen. Einen schönen Orbit. Das wird die Verräter lehren, unschuldige Bürger zu korrumpieren. Mögen sie auf Cygnus verrotten. Im Ernst jetzt? Der nimmt das an, wenn es größer ist. Also, dazu fällt mir jetzt echt nichts mehr ein. Nee. Also das war sowas von sinnlos. Die ganze Vergrößeraktion ist einfach sowas von sinnlos, das ist nur dazu da, einen Spieler aufzuhalten. So, was haben wir eingeworfen? Wir haben ein Flugblatt eingeworfen, das behauptet, dass die Gruppe TLC schlecht ist. Das heißt, aufgepasst, Bürger! Vielleicht haben wir jetzt irgendwie im Omni-Club was. Ich meine, weil im Omni-Club hingen die ganzen TLC-Poster. Bürger von Metro Prime. Oder in der Bar. Hier spricht wieder das einzig Wahre. Die Bar wäre auch eine Option. Ich schau mir mal beide an.
aufs Motorrad und swoosh. Ich wünsche, es gäbe hier so eine Schnellreisefunktion. Ich fange mal mit dem Omniclub an, weil wenn sich da was verändert hat, wäre das auf jeden Fall schnell und einfach zu erkennen. Und wenn nicht, dann sind wir ganz schnell wieder weg. Ah, da hat sich doch tatsächlich was verändert. Die TLC-Poster hier sind alle runtergerissen worden. Und ist hier jetzt offen? Oh, offensichtlich nicht. Kann ich die Poster auch nicht anschauen? Und anklopfen kann ich ja immer noch nicht. Also es hat sich auf jeden Fall was verändert, aber wir scheinen scheinbar immer noch nicht da rein. Unser Flugplatz ist ja jetzt auch weg, oder? Naja, ich gehe rüber zur Bar. So, hat sich hier irgendwas verändert? Hä? Was ist das denn da? War das schon immer da? Hier, was ist denn das? Sieht aus wie ein Roboterfuß. Ich geh mal rein. So, erzähl mir was über TLC. Grüße, Bürger. Grüße. Hast du das Blatt, das ich dir gegeben habe, schon gelesen? Aber ich habe doch schon unterschrieben. Ja, habe ich, aber ich hab's nicht verstanden. Es akzentuiert den infamen Verrat, der unterschwellig in der wohlklingenden Lyrik vorhanden ist. Mein IQ wurde nicht so hoch angesetzt, Bürger. Was heißt unterschwellig? Gerade die weniger intelligenten Bürger sind gefährdet. Die Botschaften der Verse dringen ins Unterbewusstsein des Hörers und setzen sich dort fest, sodass verräterische Gedanken erzeugt werden. Oh, ich glaube, wir haben schon viel zu viel davon gehört. Wie beliebt? Was? Hältst du mich für bescheuert, Bürger? Hältst du mich für bescheuert, Bürger? Ich habe deinen IQ nicht festgelegt, Bürger. Du tust es richtig? Ich wollte dich nicht kränken. Ich habe nur erklärt, wie anfällig intellektuell geforderte Bürger sind. Danke, vermutlich. Tja, in Ordnung. Was? Was? Jetzt unterschreibt er schon wieder. Wie oft kann man denn da unterschreiben? Wenn ich die Liste voll habe, schicke ich sie direkt an Omnibrain. Er wird wissen, was mit diesen sogenannten Unterhaltern geschehen soll. Guten Orbit. Aber ich konnte doch gerade konnte ich sagen, dass ich das bereits gemeldet habe. Das muss ich nochmal machen. Grüße. Und wie Dank, dass Sie lehren, uns treue Bürger verführen zu wollen. Wie wahr, Bürger. Was? Jetzt sagt er das. Jetzt kann man gar nicht mehr mit ihm reden. Hier, verhaftet den Nahl. What? Grüße, Bürgervollstrecker. Grüße, Bürger. Ich wüsste gerne, ob kürzlich irgendwelche neuen Weisungen erlassen wurden. Wieso fragst du, Bürger? Ich richte mich nach Weisung 12, Bürgervollstrecker. Ein treuer Bürger sollte stets über Änderungen im Weisungskatalog informiert sein. Sehr gut, Bürger. Unwissenheit ist keine Entschuldigung für Verrat. Wie viele der irregeleiteten Seelen im Umstrukturierungsprozess beweisen. In der Tat, Bürger. Ich habe gerade von einer neuen Weisung erfahren, die den Besitz der neuen Musikscheibe der Gruppe TLC verbietet. Jawoll, das ist unser Werk. Unser Werk, wir haben echt was erreicht bei Omnibrain. Was? In diesem Fall, Bürgervollstrecker, hätte ich etwas zu sagen. Aber was denn? Die Fracht dieses Piloten dort besteht aus den verbotenen Musikscheiben. Danke für die Information, Bürger. Ich werde mich darum kümmern. Na, jetzt wird's spannend. Verzeihung,
Bürger. Was kann ich für dich tun, edler Bürger, Vollstrecker, Sir? Dies ist eine Routineinspektion. Würdest du mir freundlicherweise sagen, was dein Frachter geladen hat? Natürlich, Bürger, Vollstrecker. Ich habe die neue Musikscheibe der Gruppe Treue Loyalisten des Konzerns geladen. Weißt du denn nicht, Bürger, dass eine Neuerung im Weisungskatalog die Existenz eben jener Scheibe verbietet? Wie beliebt, Bürger? Mit schadhaften Hörorganen zu hören, ist ein Verstoß gegen den Weisungskatalog, Bürger. Meine Ohren sind in Ordnung, Bürger. Willst du andeuten, dass ich mich in Bezug auf deine schadhaften Hörorgane irre, Bürger? Und das, obwohl ich eben gehört habe, dass du meine Bemerkung über die Neuerung im Weisungskatalog nicht gehört hast? Nein, Bürger. Ich habe das Gefühl, das eskaliert gleich. Bürger, dass beide Verbrechen, deren du angeklagt bist, eine Persönlichkeitsumstrukturierung und eine Haft auf Cygnus Alpha zwingend machen? Nein, bitte nicht, Bürgervollstrecker. Man hat mich dazu verleitet, die Freiheitskämpfer, sie haben mich gezwungen. In diesem Fall, Bürger, hast du uns sicher schon Meldung gemacht. Warte hier, bis ich das überprüft habe. Nein, ich wollte es gerade tun, als du zu mir kamst. Bürger, du stehst vor einer schweren Entscheidung. Entweder du hast es versäumt, uns deinen Kontakt mit einer berüchtigten Rebellenorganisation mitzuteilen. Da tropft ihm schon die Träne aus den Augen. Konzernvollstrecker an. Was ist dir lieber? Lügen. Oh, oh. Worauf unglücklicherweise Auslöschung steht. Angenehmes Ableben, Bürger. Und die Moral von der Geschichte? Belüge den Vollstrecker nicht. Ja, das finde ich... Oh, eine Dockingkarte. Eine Dockingkarte. Ich weiß auch schon, was wir damit machen. Das ist ja toll. Es geht hier richtig voran. Damit gehen wir nämlich jetzt zu dem Hangar. Warte, ich will mir gerade anschauen, dass das auch stimmt, was Sie hier sagen. Wüsste nicht, wozu ich das brauchen sollte. Ach, Floyd ist so nutzlos. Floyd ist so nutzlos. Niemals sagt er irgendwas Nützliches. Ich gehe trotzdem dahin, das wird schon stimmen. Das ist eine Docking-Karte und wir haben einen Docking-Controller in der Docking-Bay. Mehr Docking geht nicht. So, Dockingkarte mit Pilot. Gar nicht jetzt. Schaut her, was ich habe, Bürger. Ah, elegante Animationen, wunderbar weich gerendert, hey, und sehr natürlich. Ein Landererlaubnis. Ich finde das ja toll, dass er sie einfach so akzeptiert. Die vollständigen Unterlagen. Warum nicht gleich so? Irgendeiner kommt vorbei und gibt einem einen Dockingpass. Du einen Landerlaubnis. Und schon ist alles gut. Du bist doch kein Frachtpilot, oder? Missbräuchlicher Gebrauch von Landepapieren ist ein ernstes Vergehen, Bürger. Nun, da du es erwähnst, es sind wohl doch deine Bürger. Tut mir leid. Reden wir müssen davon, Bürger. Die sind offenbar in Ordnung. Na sicher. Nun, dann ist ja alles klar. Bis nächsten Orbit. Bis dann. Sollen die einfach abkauen. Ja, wir schauen jetzt einfach mal in dem Büro von dem Docking-Controller vorbei, der jetzt zurückgegangen sein sollte. Aber ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, wenn ihr sie dann seht. Das war jetzt irgendwie vorgegriffen. Ja, was wollte ich noch sagen? Bis dann. Tschüss. Und falls es euch gefallen hat, baut eine Zeitmaschine, reist in die Zukunft und schaut die nächste Folge jetzt gleich.